Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir gemerkt, wie man Herzcontainer tauschen kann und haben geile Waffen gefunden und haben ganz viele Rubine gekriegt, da wir Quests gemacht haben. Und wir haben beim Bauern die Wildjagd ausgeübt, sodass wir Edelwild bekommen haben. Ist ja nicht was Geiles überdachtes auf das, da ich... Mit dem ich hier mal Feuer anzünden kann. Hier. Den kann ich mal auf Tag stellen. Und... So, morgens. Machen wir das so. Am Heu Feuer anzünden. Feuer ist aus. Und der Trank, der wirkt nicht beim Warten. Eine nette Geste. Gut. Hateno, so gesehen, relativ abgeschlossen jetzt. Wollen wir uns noch eben das Lager holen? Ne, erstmal hier aufscreen, das haben wir jetzt schon mal gemacht. Was mehrere Male interessiert, ist eigentlich, glaube ich, nur meine Wenigkeit. Ansonsten ist es relativ uninteressant. Gut. Wir machen jetzt ein bisschen 50-50. Wir reden gleich mit Impa, aber vorher werden wir noch ein paar Quests machen. Schreine. Stasis-Modul plus Bombenfässer. Ich frage mich, in welcher Situation das mal nützlich ist. Ich bin ganz ehrlich, ich schieße lieber aus der Ferne das Bombenfass ab, anstatt das zu hauen. Während ich das mit dem Stasis-Dingens gedingens habe. Oh, vielleicht kann ich das ja so... Bist du hier mal versteckt? Aha. Ne, da oben ist das Dingens. Ich sag die ganze Zeit Dingens. So, der olle Maler, der hatte auf jeden Fall eine Quest für uns. Das habe ich beim letzten Mal gesehen. Als wir hier waren. Ah, da bist du. Genau, du kommst genau richtig. Du bist. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt und weiß jetzt ziemlich genau, wo die Quelle der vier großen Fee ist. Hey, das ist sehr schwierig, zur Quelle zu gelangen. Aber ich will sie so gerne sehen. Ein Bild würde schon reichen. Verstanden. Ah, habe ich mir doch gleich gedacht. Als ich dich gesehen habe, war mir klar, dass du Schönheit zu schätzen weißt. Ich habe die ungefähre Lage der großen Fee ausgeknobelt. Aber gefunden habe ich sie leider nicht. Ich wollte gerade noch einmal mein Glück versuchen. Möchtest du mich begleiten? Nein, danke. Der Bereich hinter der... Ja, schon klar. Feenquelle. Gut. Was ich mich auch frage, ist, ob die Hühner drin bleiben, wenn ich sie einmal reingeworfen habe. Ich muss mich beeilen, die alte Frau ist gar nicht da. So. Komm rüber. Oder habe ich gerade mich einfach verdrückt? Ja, hab ich. Ups. So, wo war denn sein Stall? War der da oben? Stall. Das ist auf jeden Fall die Frau. Bin ich im Kreis gelaufen, oder? Na, wie dem auch sei. Ups. So, 4. Ja, ich bin im Kreis gelaufen, ich pfeife. 4. Okay, dann rennen darf ich hier nicht.
Das heißt, ich muss beharrlich gehen. Fünf. Ich glaube, da oben auch noch eine. Wo war denn noch was? Ja, ich habe ja noch nicht das ganze Gebiet im Kreis. 6. Ist ja noch sehr früh am Tag. 6. Hier geht's raus. Wo geht's hier eigentlich hin? Den Weg haben wir noch nie genommen, ne? Den Sahasra-Hügel. Oh, mal gespannt, was man bis da noch so ist. Oh, ein ominöser Holzbogen. Der aber sogar schwächer ist oder genauso stark ist wie der Bockbogen. Bei 6 waren wir, ne? Da 7. Vielleicht werfe ich mal den Huhnsensor an. 8. Mit 9 und 10 wird es aber schwer, denke ich. Wo sitzen ihr da? Macht ihr auch gerade Pause? Das hier sind meine Töchter Kuku und Priko. Dieser Moment, in denen ich in aller Ruhe mit meinen Kindern sprechen kann, sind unschätzbar wertvoll. Du bist auch so ein dieser Moment-Typ. Ich mag die Leute nicht, die das machen. Was erzählst du denn? Auf diesem Hügel ist ein Schrein, über den die Shika seit ewigen Zeiten wachen. Im Walde hinter dem Schrein jedoch kann ein aufmerksamer Zuhörer ab und zu etwas vernehmen. Das Schluchzen einer Frau. Tja, davon handelt die Geschichte. Eigentlich wohnt dort die Schutzgöttin unseres Dorfes, aber in letzter Zeit machen Monster die Gegend unsicher. Ich erzähle ihnen also die Gruselgeschichte, damit sie sich nicht damit hintrauen. Coco macht die Geschichte Angst, aber Priko hört sie aus irgendeinem Grund gerne. Alles klar. So, auf welchem Ding war das Huhn drauf? Dem auf jeden Fall nicht. Da. Well, das wäre Huhn Nummer 8. Und jetzt ist es kompliziert. Deswegen lohnt es sich nicht, den Paraglider überhaupt so viel zu benutzen, denn das Huhn hätte den gleichen Weg und würde immer fliegen und dementsprechend ist der Paraglider auch nicht so oft zu benutzen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. So, Nummer 9 müsste hier oben sein, direkt. Und falls nicht, habe ich hier auf jeden Fall einen guten Ausblick. Da ist Nummer 9. Wenn da jetzt 10 ist, dann habe ich alle. Tatsache. Schön. Nicht aufs andere Dach. Oh. Gut. Nein! Nicht gut. Okay, du bist noch drauf gelandet, aber wie krieg ich dich jetzt da runter? Von dem Baum da.
Ach. Willst du mich verarschen? Ich kann nicht vor diesem Baum springen, ohne dass ich runterfalle, weil der Sprung-Ding jetzt nicht funktioniert. So. Ah! Dummes Dach. Perfekt. So, du müsstest doch jetzt gleich auf deinen Arbeitsplatz. Wobei, bist du nicht? Du bist doch der Typ mit den Hühnern, oder nicht? Ich hab die Hühner. Ich wusste es. Die sanften Laute ihrer weichen Flügel, ihre süßen Stimmen, die das Herz erwärmen. Ich muss zu ihnen, sofort. Ich bin überglücklich, dass sie alle in Sicherheit sind. Wird zu Dank verpflichtet. Hier ist deine Belohnung. Oh, nice, 50. Schön. Oh, du arme Sau, du. Well. Ja, Spielkamerad für Priko. Passt. Die legendäre Feenquelle ist ein Hauptziel. Ich war doch schon da. Ja, gut. Wenn er es gern so haben möchte. Dann meinetwegen. Ein Foto von der Fee zu machen, könnte sogar gar nicht mal schlecht sein. Ich weiß nämlich gar nicht, ob die Fee auch findbar ist. Man kann mit dem Chica-Sensor nämlich mal nach Feenquellen suchen. Aber wo drin denn? Monster? Eine Fee ist ja kein Monster. Ach, guck mal. Da steht übrigens in den Tipps sogar drin, dass man mit den Pfeilen treffen soll. Und dann gibt's was Feines. Also keine Angst, das ist Absicht. Sind hier eigentlich wieder neue Feen? Wenn, dann nur nachts. Ich frage mich auch, was man mit Prinzessinnen-Enzieren machen kann. Naja, würden Feen easy farmbar sein, dann wäre es ja zu einfach. Diese Fee. Sei gegrüßt. Ich möchte gerne ein Foto von ihr machen. Du ver... Wie soll ich denn ein Foto von dir machen, wenn du direkt immer versinkst? Was ist das? Du hast ja gar keine Kleidung. Aber ein Blick kann nicht schaden. Zeig doch mal, was du hast. In Ordnung. Siehst du schon? Alleine. Bis später. Bleib da, bleib da, bleib da! Wie mache ich dich? Wie kann ich dich denn fotografieren? Ach, meine Güte. Komm, mach ich ein Selfie hier. Auch scheint zu gehen. Auch ohne große Fee drauf. Gut. Mit dem Kryo-Modul kommen wir auch diese Wasserfälle mal hoch. Wollen wir das auch mal machen? Auf jeden Fall auch interessant. Oh, guck mal, die Hühner sind schon wieder überall. Ich denke, man kriegt, wenn man jedes Mal 50 kriegt, würde ich das sogar farmen damit.
Wobei. Bockhauer, 50. Bei 8 pro Stück würden 7 schon mehr als reichen. Deswegen. Ich hab sie gefunden. Ja, genau. Verstehe, verstehe. Ja, gefunden, verstehe. Ah! Wie bitte? Ist das dein Ernst? Hast du auch ein Bild von dem Ort? Wenn ja, zeig mir. Das ist ja die Quelle der großen Fee. Wie macht Link überhaupt so ein Selfie? Muss er nicht das irgendwie in der Hand halten? Der hat sogar den Schickerstein im Rucksack. Was ist das denn für ein Bug? Ist kein Bug, sondern einfach nur schlecht. Der hat den Schickerstein an der Hüfte. Wie macht er das Selfie, Mann? Die ist wirklich schön, aber ich hätte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Achso, er will die Quelle nicht, die Fee sehen. Auf jeden Fall gefunden. Vielen Dank, dass du sie für mich gefunden hast. Ich würde gern revanchieren, aber ich habe nichts Passendes bei mir. Ich hab's. Du suchst doch sicherlich auch ab und zu bestimmte Orte. Ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Da kann ich dir sicher auch einmal weiterhelfen. Da weiß ich was. Wo habe ich das Foto denn gemacht? Habe ich irgendwas vorweggenommen? Wenn du von diesem Ort aus eine Weile nach Osten gehst, findest du einen solchen Berg, das heißt, einen solchen Berg, der heißt Dranellspitze. An seinen Fuße liegt das Nidra Schneetal. Westlich davon müsste das Tor stehen. Was für ein Glück, dass ich den Ort gekannt habe, was? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich habe was vorweggenommen. Ich habe auf jeden Fall was vorweggenommen. Ich wette, ich kriege dieses Bild jetzt als Quest, wenn ich mit Impa gesprochen habe. Dass ich dahin muss. Und dann kriege ich von dem dann das Ding jetzt. Und deswegen habe ich da gerade richtig was vorweggenommen. Oh. Ich habe gehört, Pure hat dich für ihre Arbeit eingespannt. Aber du scheinst es ja ganz gut überstanden zu haben. Hm, zeig mir mal her. Oh, dieses Die hat ja Fotos von vor Ewigkeiten freigeschaltet. Da habe ich ganz vergessen. Okay, hat sich erledigt. Wobei, es hat sich nicht ganz erledigt. Denn dass wir dieses Foto haben, ohne es ihm zu zeigen, das haben wir vorher weggenommen, auf jeden Fall. Diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Wenn du die Orte auf diesen Fotos aufsuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm noch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Okay. Erinnerung. Dankeschön. Moment, ich weiß, wo die sind. Die sind hier. Doch nicht. Erinnerungsfotos. Diese Seite habe ich noch gar nicht entdeckt gehabt. Alles klar. Die kann ich löschen, die nicht. Guckt. Hihi. Okay. Und daher auch die Frage nach dem Bild, das ich gar nicht gesehen hatte vorher. Okay, hat sich auf jeden Fall jetzt alles erledigt. Mann, war ich verwirrt. Die Daten können nicht gelöscht werden. Natürlich können die nicht gelöscht werden. Wieso wird mir dann auf A noch löschen angezeigt? Well. Okay. Aber das werden wir natürlich erstmal nicht machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal uns endlich auf den Weg zum ersten Titan machen. Oh, zu welchem denn bloß? Ich würde sagen, wir schauen mal auf der Map, welcher der nächste dran ist. Da wir hier ja schon so am Wasser sind, würde ich schon fast sagen, das ist das Sora-Reich.
Da sehen wir von hier aus vielleicht mal einen Turm sehen. Dann werden wir uns auf jeden Fall zuerst mal auf den Weg zum Turm machen. Oh Leute, jetzt wird's aber wirklich ein bisschen krass. Denn bislang habe ich so Zeit vertrödelt. Also ich sage jetzt wirklich aber absichtlich vertrödelt. Denn wir waren ja noch nicht mal in Hateno überall. Das Randell-Gebiet, das haben wir noch gar nicht erkundet. Randell-Spitze und so. Oh Gott, Alter. Jetzt wird's viel. Dann klettern wir mal da hoch und schauen, ob wir den Turm finden. Denn wenn wir den finden, was ich ja hoffe, können wir den auch gleich markieren und dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Mist. Ah, perfekt. Ja, ich habe noch was Ausdauer-Zeug, Ausdauer-Kosten im Inventar, von daher kommen wir da auf jeden Fall hoch. Auf jeden Fall. Ja, den anderen Pilzspieß, da habe ich es wirklich übertrieben mit dem Zeug. Da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Pilze, Ausdauerpilze aneinander gespießt. Das war echt übertrieben. Moment. Oh, das reicht. Das hatte ich mir gedacht. Da gibt es übrigens noch einen Feuergeist. Immer wenn es so abgebrannte Häuser gibt, dann kann man da eigentlich safe von sein, dass da ein Feuergeist mit Stein ist. Mit Stock. Und mit Stab, Feuerstab. Alter. Schick, schick. Ah, der Turm ist also dort. Ja, so safe immer auf dem halben Weg. Den Schrein kennen wir auch noch nicht mehr, merke ich gerade. Okay, safe. Dann wollen wir die Schreine mal anders markieren, damit wir wieder ein paar Markierungen haben. Du bist auch ein Schrein, oder? Die Frage ist, wie wollen wir da jetzt vorgehen? Der Schrein ist näher dran. Da ist ja noch einer. Na, ich habe die Neigungssteuerung ausgemacht, weil die zwischendurch mal gebuggt hat. Und da ist noch einer. Schick. Also viele schöne Gebiete, die wir da machen können. Noch ein bisschen Prinzessin in Enzian. Dort können wir auch noch überall lang. Oh Gott, oh Gott. Ich würde ja am liebsten den langen Weg nehmen, aber den langen Weg würde ich am liebsten erst nehmen, wenn ich alles gesehen habe. Ja, komm. Wir fliegen jetzt zuerst mal zu diesem Berg da, um den kürzesten Weg zum Turm zu machen. Ich will zuerst den Turm haben. Blindlings durch so eine olle Map zu laufen, finde ich irgendwie ziemlich ätzend. Also zuerst den Turm, auch wenn wir Schreine hätten, die wir eher erkunden können. Nee, erst Turm. Am liebsten so wenig Weg verbrauchen, wie geht. Das können wir sogar. Hier kommen wir echt nah dran eigentlich. Alter, sind das Knochen? Drachenknochen? Vielleicht sogar? Ich würde sagen, von hier aus geht das, oder? Dass ich das in der Höhe. Oh! Ich
schön, wenn ich da jetzt nochmal näher rankomme. Jetzt nervt es natürlich, dass ich keine Neigensteuerung mehr drin habe. Okay, hier nervt das Gras schon, hier fängt das Gras schon wieder an zu nerven. Okay, komm, passt. Gruseliges Gebiet so ein bisschen, ne? Da ist noch ein Spurtling. Mal sehen, was es da für Gegner gibt. Es ist wolkig, deswegen sieht man so wenig. Ein Steinkreis? Moment, ein Steinkreis? Oh, ja, komm. Okay. Auch nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht später. Ist das eigentlich ein Dorf oder? Könnte ein Moblin-Lager sein. Ein Boblin-Lager, kein Moblin-Lager. Ein Moblin-Lager wäre ja zu schön. Ach, jetzt nervt die Neigungssteuerung wieder. Hinox. Hinox schlafender Riese oder was? Alter. Guck mal. Das ist ein schönes Bild. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Alter, was hat er da an seinem an seiner Kette dran? Der Ball ist ja nicht schwer. Ach, jetzt brauche ich die Bewegungssteuerung wieder, Mann. Mehr auf das! Ach ja, ich kann mir Waffen klauen. Ich werfe ihm gleich mal die Heugabel ins Auge. Mal sehen, ob es klappt. Okay. Ja, gleich den Soldaten zwei Hände. Naja. Was bist du? Da ist mein Reiseschwert. Achso. Schwer bist du ja nicht. Ein bisschen leicht sogar. Achso. Kann ich dich auch so hauen? Naja, es bringt ein bisschen was. Ich sollte dich, glaube ich, nicht so hauen. Ups. Wenn ich dir auch ins Auge schießen kann. Was für eine Waffe trage ich ja nicht gerade? Achso, das Reiseschwert, oh Gott. Ja, dass es das nicht wehtut, ist klar.
Warum sind Soldaten zwei? Na, jetzt weiß ich ja, dass ich neue kriege. Arschbombe. Na, dreh dich. Ups. Und epische Pfeilverschwendung. Zack. Jetzt hält er sich die Hand vor das Auge. Okay. Kann man ja schon bald Neigungssteuerung noch machen. Den Platz bleibt da echt nicht, um da noch reinzutreffen. Okay. Bogen kaputt! Falsch. Komm, schieße ich die mal mit dem Knochenbogen ins Auge. Alter. Ja, das ist schon ein Unterschied. Zonk. Was droppt er denn? Ein Apfel. Ein Fußnagel. Ein Fußnagel. Ein Fußnagel. Was Neues? Palmfrucht. Schwertbanane. Und ein Zahn. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Neue. Ja, eine Zitterfrucht. Ah, endlich mal was, mit dem man. Ups. So, die ist fast kaputt gemacht. Mit dem man dingetzen kann. Nehme ich jetzt mal mit, die fotografiere ich, sobald es heller wird. Und ja. Langsam diegt sich die Folge dem Ende. Aber was ist denn das hier hinten? Ist das jetzt doch nur ein Moblin-Lager oder wirklich ein Dorf? Das ist ein kaputtes Dorf. Ein Sora-Dorf! Ach so. Oh du! Warte mal, warte! Stimmt, die Soras hier sind ja rot. Ah, ein Hylianer? Ein Hylianer? Du bist doch ein Hylianer, oder nicht? Nein, bin ich nicht. Hä? Doch, natürlich bist du einer. Ich erbitte dich, sprich mit Sidon, unserem Prinzen. Es ist wahnsinnig wichtig. Er ist am Sora-Fluss bei der Ingogo-Brücke. Bitte hör dir... Ernsthaft? Von Indiegogos? Aus Majora's Mask? Ja, die Namensfindung hat auf jeden Fall viele, viele Einspielungen. Bitte hör dir an, was er zu sagen hat. Das ist sicher alles sehr plötzlich für dich, aber du wirst verstehen, was ist, wenn du dort bist. Bitte geh. Nö. Huch. Was schwimmt denn da? Stachelbockbogen. Wusste gar nicht, dass ich den schon mal hatte, dass ich den... Cool. Jetzt muss es aber wirklich Tag werden. Ich dachte, der hätte was geschwommen. Das ist ziemlich random, dass wir jetzt aber mal wieder eine Waffe kriegen, die nur kommt, weil ja so ein Bockblind aus der Erde kommt. Von daher kann man ja auch eigentlich nur Reiseschwerter bekommen, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Ist auf jeden Fall schon mal weg. Aber was ich eigentlich wollte, war auf Tag machen.
Ist zwar schon 2.30 Uhr, aber ich will es trotzdem hell haben. So. Wenn man nicht weggeht, die Spawn-Waffen auch nicht. Das hatte ich schon ausprobiert. Schön. Dass ich den noch nicht hatte. Naja, jetzt schon. Ups. Heck. Okay. Zitterfrucht mache ich offscreen. Das müsst ihr nur wirklich nicht sehen. Hier war nichts drin. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Kochstelle. Achso, das Hyrule-Gras habe ich gerade mit dem Hammer gefällt. Ein X-File Force. Wusste doch, ich finde noch einen. Dass sie aus dem X-File Force ein Chameleon gemacht haben. Komm, machen wir das zwischen Kutschwert weg. Der ist ja elegant ausgewichen dadurch. Hab ich ihm das Gras vom Kopf geschossen. Aber mehr auch nicht. Well. Noch ein Stachelbockbogen. Die werden jetzt Standard. Das ist ja auch nicht schlecht. Eine Stachelbocklanze. Nice. Super. Ich glaube, wir saufen. Na gut. Ist ja nur ein Herz. Well done. Well done. Okay, die Stachellanze muss ich da auch drauf aufpassen, dass mir die nicht... Alter, was ist das für ein Vieh gewesen, dass sie gestorben ist? Solche riesen Viecher gab's in Zelda eigentlich nie wirklich. Also doch schon, aber nie wirklich häufig. Es gab natürlich Riesenbosse, aber noch nicht so gut in großer Anzahl. Ah! Das ist so ein Exile-Foss-Lager. Hier sind die Chamäleons und nicht die... Ja, hört mal auf zu ballern hier. Was ist das denn? Ja, machen wir gleich. Unser Kurzwerk geht eh gleich kaputt. Eine Stachelbock. Das ist ja interessant, und weil die Fleisch wohl bevorzugen, gibt es ja auch wohl nur Fisch am Haken und nicht nur Fleisch. Was ist 18? Ja, publige Startgebiete, hier gibt's das geile Zeug. So. Bratfisch und Bratfisch. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts von Breath of the Wild verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Bajim. Bis dann.